Hallöchen wieder, ja, da zeige ich euch die zweite Fontäne, ja, der zweite Springbrunnen, wenn man das so nennen darf. Da hier auf der Terrasse. Also hier haben wir einen Überlauf. Wir haben eigentlich drei Überläufe. Ja? Das ist der erste. Das läuft da drüber und kommt dann unten raus. Dann haben wir noch diese zwei Wask. Ja, hier und hier. Das ist auch Überlauf. Hier normalerweise mache ich noch Filter rein. Einfach irgendwas, das filtert. Aber ist nicht unbedingt necessär. Ne? Könnt ihr auch ohne machen. Ich habe einfach ziemlich aufgefüllt mit Lavasteinen, ja, dass das gutes Mikroklima gibt. Das heißt, die ÖM, die effektiv Mikroöle, ja, hier haben wir ein zweites Bassin, das eigentlich mit daran angeschlossen ist, im großen. Ihr seht es da. Da haben wir den Auslauf hier, das ist eigentlich der vierte Auslauf. Ja. Dieses Bassin ist relativ tief. Ja. 75 cm hoch. Dann nicht vergessen, hier in diesem Bassin, irgendwo muss ja auch ein Überlauf sein, hier, der ist da hinten, falls viel regnet oder so. Ja, dann habt ihr eigentlich immer gutes Wasser. Das Ziel ist ja, dass ihr nicht viel machen müsst. Dass das Wasser immer sauber ist, nicht stinkt, so klar wie möglich. Apropos klar, das ist eine gute Pflanze. Die gibt viel Oxygen, wie sagt man das, Sauerstoff ins Wasser. Reinigt auch das Wasser, da habt ihr natürlich den Nenuphar. Der kommt nicht sehr gut, weil die Koi, die essen gern was grün und frisch grün ist. Wollte auch schon Gräser reintun und so, aber die waren nach zwei Tagen weg. Sind jetzt sehr schüchtern, diese Koi, weil wir sie auch nicht ernähren, weil wir nicht da wohnen. Aber sonst sind die Kois wirklich gute Freunde. Wenn du sie fütterst, dann werden sie wirklich zu Freunden. Die kommen sofort, wenn sie dich sehen, kommen auf deine Hand und so weiter. Wirklich super. Und es ist viel besser als Hunde, weil die bellen nicht, ja. Bleibt immer schön ruhig. Und das Wasser plätschern. Die Breite, also die Tiefe ist 75, die Breite, total 1,10 Meter. Ne? Ich würde sagen, das ist die Mindestbreite für ein solches Bassin. Und die Länge macht ihr dann wie ihr wollt,
Bei mir ist es jetzt ungefähr 4,20 Meter. Ja. Ja, da haben wir die Mikroorganismen natürlich auch da in diesem Bassin mit all diesen Wasserpflanzen. Aber wenn ihr wollt, das hat ja eigentlich ziemlich viel Variationen von Pflanzen hier drin. Aber wenn ihr es wirklich wollt, dass so bleibt, dann müsst ihr verschiedene Fächer kreieren. Ja. Weil sonst, da gibt es viele Pflanzen, wie zum Beispiel diese Blume da, die überwächst alles, wenn es nicht ausreißt. Auch andere sind doch sehr invasiv. Ja, das wäre es eigentlich so. Hm? Das kleine Bassin, was haben wir da? Das ist 66 cm plus die Mauern, ja, jedes Mal ja praktisch 14 cm. Ja, müsst ihr das dazu rechnen. Aber natürlich, das ist jetzt eigentlich ein Springbrunnen angepasst an diese Terrasse, ja. Darum ist sie auch relativ schmal, um nicht zu viel Platz zu verlieren. Trotzdem haben wir dann Frische, ist schön frisch. Man hört auch das Wasser plätschern, das ist schön. Das ist wirklich gemütlich. Ja. Da haben wir noch viel Schatten dann von diesem Lila-Wadi. Ja, das sind da diese weißen Blumen, die sind super schön. Ja, da sieht man sie. Da oben hat es noch. Ja. Da ist eigentlich voll, ob es geht. Nee, in der Höhe dann, ja. Die sind eigentlich auch komestibel, ja? Sind essbar. Ja, wenn ihr so Wasser macht, dann müsst ihr es halt einfach anpassen an die Größe von eurem Garten oder von der Terrasse. Okay. Habe ich glaube etwa alles gesagt. Also dann, wenn ihr Fragen habt, dann stellt es in den Kommentaren. Und dann viel Vergnügen. Alles Gute, bis bald.